Nüven befahl mir, die Stellung zu halten. Und ich muss gehorchen. Er ist unser Kommandeur. Ich stehe unter seinem Befehl und mit mir meine Männer. Die Ehre verpflichtet uns und diese Verpflichtung ist sogar noch mächtiger als der Fluch Yavin Ben-Hadads. Ich werde meinen Kommandeur nicht im Stich lassen, auch wenn er sich sehr verändert hat. Ich kann nicht gegen seinen Befehl verstoßen, solange er noch da ist. Wenn ihr wollt, dass wir kämpfen, müsst ihr Nüven darum bitten. Er sitzt im Norden. Okay. Das tun wir. Oh, ich muss doch mal kurz schauen hier. Nee, die Tat, die interessiert mich gerade nicht. Ob mir irgendwas gleich verfällt. Und das ist tatsächlich so. Dann nehmen wir das mal kurz mit. Tja, Nüven ist also... Oh ja, wir haben hier ein paar Bäume im Weg stehen. Aber wir haben ja zum Glück immer noch diesen Bonus, den wir vorher gekriegt haben für die Instanz. Nüven ist also der Kommandeur von Danasen und ohne dessen Einwilligung wird Danasen uns nicht helfen. Das Problem ist, er hat ja schon gesagt, dass Nüven sich sehr verändert hat. Und wenn ein Geist feststellt, dass ein anderer Geist sich verändert, dann ist das seltsam, weil Geister keine Charakterentwicklung mehr aufzeigen, sondern wir können uns denken. Musst du unbedingt den... Wie hat dieser Baum bitte meinen... Wie ist der meinem Schuss ausgewichen? Jetzt müsst ihr mir mal erklären. Dieser Baum ist an der dünnsten Stelle 2 Meter breit. Wahrscheinlich. Und ich stehe nicht mal einen Meter davor. Und ich schieße mit dem Pfeil daneben? Das verstehe ich nicht. Nee, wir können uns aber denken, worauf das hinausläuft, wenn der sich verändert hat von seiner Art her. Ich muss mal kurz schauen. Der Gnadenschuss. Was ist das eigentlich hier? Den habe ich gerade mit Level 30 bekommen. Ein verheerender Schuss, der freigeschaltet wird, wenn die Lebensenergie eures Feindes unter 50% fällt. Oh, bei einem kritischen Treffer wird Bonusschaden zugefügt. Das klingt gut. Ich glaube, den werde ich... Moment, brauche ich dafür Fokus? Oh, 6 Fokuspunkte. Eieiei, das ist aber teuer. Aber der hat gut Schaden, ne? Was haben denn meine anderen Angriffe? Ja, der ist schon... Der ist schon gut, ne? Muss ich schon zugeben. Wie mache ich das denn jetzt? Ich glaube, ich leg mal... ich mach mal so und so und so. Gut, da muss ich bloß dran denken, dass ich die Falle jetzt hier oben drin habe. Okay. Dann probieren wir das mal aus. Erstmal eine Falle. Und dann werden wir gleich mal testen, wie das Skill sich so macht in der Anwendung. Ich nehme mal an, wir werden noch genug Fokus wieder zusammenbringen hier, oder? Komm, erstmal ein Stachelpfeil, dann noch den schnellen Bogen und dann sollten wir wieder genug davon haben, aber wir sind noch nicht unter 50%, sehe ich gerade. So, jetzt aber testen wir den mal. Oh, sehr schön, der gefällt mir gut. Ja, mit dem Skill kann ich mich anfreunden, auch wenn er 6 Fokuspunkte kostet. Aber... Die hat er sich verdient, die Fokuspunkte, die 6 Stück. So, ich werde jetzt mal ganz kurz warten und Tee trinken, weil ich noch darauf warten will, dass die beiden Skills sich da wieder regenerieren. Also die Falle und der teure Skill. Ach so. Die Stimme mal wieder ein bisschen schonen. Die Geister zu sprechen, die Art und Weise, wie ich das mache, ist dann noch ein bisschen anstrengend für den Hals. So, eine... Nein, das will ich auch gar nicht. Eine Falle hier. Zack. Die bauen wir mal hier drüben hin. Nüven hat 2000. Och, naja. Seine Unholde haben mehr als er. Wie ist der denn der Anführer geworden von denen? Was soll's. Wir machen mal hier wieder weg, damit es ein bisschen stilvoller aussieht. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Eure Anwesenheit ist zwar nicht erwünscht, aber doch recht amüsant. Ich frage mich, was ihr zu erreichen hofft. Aber es ist sowieso bedeutungslos. Bald werde ich im Namen Ivas und der Roten Maid eure Knochen fordern. Erhebt euch, Brüder. Los geht's! Holt euch dieses Leben! Wir werden mal wieder hier unsere Dings aktivieren. Unser Menü. So heißt's, genau. So, ein Gruppenschlag. Ein Spaltschuss, bitte. Womit der erste schon umfallen sollte, genau.
Und dann testen wir mal kurz nochmal den und werden... Ah, wir sind noch lange nicht unter 50%. Okay. Dann füllen wir erstmal wieder ein bisschen auf hier. So. Und jetzt können wir nochmal den teuren einsetzen. Zack. Oh, das sitzt sehr schön. Sehr schön. Zu mir. Tötet sie. Die Armee von Angmar wird euch aufhalten. Agamau wird nicht euch gehören. So, das sind nochmal so. Ach, das ist ja nicht zu fassen. Dieser Kerl. Da kriegst du doch die Krise hier. Okay. Erste ist weg. Immerhin werden keine neuen mehr reingespawnt. Neven ist also Geschichte. Tja, er hatte sich verderben lassen. Ivas Einfluss hat ihn verdorben. Aber nun, da der Kommandeur Neven niedergemacht ist, können die Geister, die nicht verdorben wurden, frei agieren. Cooler Thron übrigens, ein bisschen niedrig. Ich weiß nicht, wer so kurze Schienbeine hat, dass er da drauf bequem sitzen kann. Aber gut, was soll's. Ja, Danasen und seine Männer sind damit jetzt frei und die werden uns im Kampf gegen die Rote Maid helfen. Aber, ich weiß gar nicht... Ach, es gibt noch eine Folgequest, glaube ich, hier, ne? Mit Radagast? Schauen wir mal. Ein Unhold! Eine grausame Kreatur Angmars! Wie konnte es geschehen, dass ich das nicht erkannt habe? Ich bin schon so lange in diesem Sumpf von Yarvain Ben-Hadar dazu verflucht, die Rote Maid zu erlösen oder zu vernichten. Sie, die in Garth Argaven lebt, eine Macht, die nun unter dem Einfluss der Arithmanen steht. Ich war blind gegenüber dem, was aus Nevem geworden ist. Nun werde ich Wiedergutmachung leisten. Nun werden wir unseren Kampf ausfechten und nach Kräften versuchen, unseren Fluch zu erfüllen. Folgt den Schatten weiter nach Agamaur hinein. Unsere Eide sind gültig. Zu den Waffen, Brüder. Wir bekämpfen Iva und die Rote Maid. Wir haben sie erweckt. Ja, beim Ben-Hadars. Gut, sehr gut. Ja. Ihr habt sie zum Kampf aufgerufen. Schnell jetzt, wir müssen ihnen auf den Fersen bleiben. Keine Sorge, ich werde ihnen ohne weiteres auf den Fersen bleiben. Jetzt wird der Krieg in die Sümpfe getragen. Und wir retten die Eglein, die sich hier in eine Falle haben locken lassen. So, erstmal schnell den Fokus aufladen, bevor ich das vergesse. Achso, ich reite noch. Ach, deshalb. Ich habe mich schon gewundert, warum ich so schnell bin. Los jetzt, stürmt die Tore! Tolo Anim Melanin! So, ihr kämpft gegen die, ich nehme mir den Baum vor. Okay. So, einmal noch einen Stachelpfeil hinterher. Und dann haben wir auch schon wieder vollen Fokus. Gut, ich weiß gar nicht, kämpft da noch irgendeine... Da kämpft doch bestimmt noch irgendein Ast mit gegen uns, oder? Nehme ich doch mal so an. So, einmal den heftigen... Nein, den hat er geblockt. Oh, wie ich das leiden kann, wenn die starken Angriffe geblockt werden. Da kriegt man echt die Krise bei. Naja, was soll's. Kann man nicht ändern. Deswegen ist es immer ganz gut, Blocken zu verhindern. Aber ist natürlich eine unglaubliche Glückssache und... Da hatte ich halt mal kein Glück. So, die Rotwurzel nehme ich mir mal im Nahkampf hier vor. Das kleine Miststück. Und du? Stimmt. Die Geister sind damit beschäftigt, gegen die Unholde zu kämpfen. Tote gegen Tote. Aber wir schreiten voran mit Radagast. So, einmal bitte eine Falle stellen. Gut, die rote Markierung sieht man überhaupt nicht hier. Iva hat uns befohlen, niemanden diesen Ort passieren zu lassen. Tötet sie! So, jetzt können wir. Damit ist der erste schon mal Geschichte. Und wir sollten gleich... ach, die Unholde hier sind bloß mit blauem Rahmen. Okay, ich dachte, die hätten einen roten, aber haben sie gar nicht.
Und da kommt schon mal der nächste aus dem Sumpf geschissen, ne? So, weiter voran, Radagast. Komm schon. Schnell! Dort vorne sind andere wie ihr. Passt auf, wo ihr hintretet und folgt mir. Und überall wird gekämpft gegen die Untoten. Ah, Elsa und Eriak. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet, doch ihr scheint unversehrt. Radagast, ihr seid gekommen. Natürlich bin ich gekommen, Kind. Und ihr hättet nicht so überstürzt hierher eilen sollen. Habe ich euch nicht gesagt, dass es töricht wäre? Ihr hattet recht. In Zukunft werde ich klüger sein. Grämt euch nicht. Ihr habt viel erreicht, indem ihr es bis hierher geschafft habt. Aigir und ihr alle. Mir scheint, wir haben das Ende unserer Reise bald erreicht. Ruht euch etwas aus und sprecht mit Elsa, um so viel wie möglich über ihre Schlachten zu erfahren. Ihr Wissen könnte uns im bevorstehenden Kampf dienlich sein. Was benötigt ihr? Wir haben so hohe Verluste erlitten. Die Unholde, es waren einfach zu viele. Der Aridfürst ist unbesiegbar. Wir sollten fliehen. Es tut mir leid. Sprecht mit Elsa. Ich bin zu erschüttert, um weiter zu sprechen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ah, okay, die haben alle dasselbe zu sagen, offenbar. Das ist ein bisschen schade. Was kann ich für euch tun? Okay, dann sprechen wir mal mit Elsa. Die Verwegene. Wir wurden geschlagen. Das lässt sich nicht leugnen. Dieser Iva befehligt das Wasser, die Unholde, den Wald selbst. Meine schwachen Kräfte reichen nicht aus, um ihn zu besiegen. Und ich fürchte, dass sich etwas noch viel Schrecklicheres in den Ruinen im Norden aufhält. Wir haben kaum noch Zeit, bevor sich das Böse aus Garfagarin ergießt. Unsere letzte Hoffnung ist Radagast. Nur er wird Iva Einhalt gebieten können. Geht bitte mit ihm nach Norden zum Tor von Garfagarin. Haltet den Aridfürsten Iva auf. Okay, beendet eure Rast, denn wir müssen uns beeilen und unsere Reise fortsetzen. Von mir aus kann's losgehen. Eilt euch! Der Aridfürst Iva ist nicht mehr weit. Unweit der Tore von Garfagarin, nördlich von hier. Vielleicht wird er sich nicht sofort zeigen, deshalb müssen wir ihn hervorlocken. Vor uns liegt eine schwere Aufgabe, doch gebt die Hoffnung nicht auf. Wir werden heute triumphieren, denn wenn wir den Mut nicht sinken lassen. Auf nun, zu den Toren von Garfagarin und zu Iva. Na dann, an deiner Seite mache ich mir keine Sorgen, Radagast. Okay. Noch ein paar normale Unholde meine ich natürlich, nicht Untote einfach nur, es sind Unholde. Iva wird mich rächen. Denn wir haben ja auch noch andere Untote hier rumspringen, die weitaus netter zu uns sind. Linbella Scala. So, noch das Ärmchen hier besiegt. Und weiter. Okay. Die Schattenwasser. Ja, Iva hat nicht nur Unholde auf seiner Seite. Die Schattenwasser gehören auch dazu. Und das sind verderbte Geister der Sümpfe, die mit dem Blut der Roten Maid nicht nur Macht, sondern auch Bosheit in sich aufgenommen haben. Ach, praktisch. Das ist ein Quest, das mir hier mal schon mit aufgetragen wurde. Ich bin schon mal so testhalber mit hingegangen. Habe aber noch nichts weiter an den Quests gemacht hier. So, praktisch, dass man hier da schon was mit abarbeiten kann. So. Den Spaltschuss, da mache ich vielleicht mal... Ah, wenn der sich jetzt versteckt. Gut, okay, jetzt kommt er wieder raus. Da gehe ich mal so hin, dass ich auch beide treffen kann damit. So. Noch einmal den schnellen Bogen. Und dann nochmal den starken Angriff. Und dann haben wir es auch. Wunderbar. Der große Komm, lass weitergehen. Oh, nee, dass noch eine ihr keinen Schritt weiter geht. Die sind aber auch hartnäckig hier, die Düsterwasser. Schattenwasser heißt sie. An anderer Stelle heißt sie Düsterwasser, also das ist ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, Mernin werden sie auch genannt oder irgendwie sowas in der Art. So, das war der erste. Der zweite folgt zugleich. Möge eure Stärke zurückkehren. Und nochmal hier einen schnellen Bogen rein, damit wir wieder genug Fokus sammeln können, um
den ganz starken Angriff zu machen. Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen Verschwendung. Oh, bin ich aus auf die falsche Taste gekommen. Ist immer ungünstig, wenn man von den Tastenfeldern, von den Tastenfeldern, was sage ich denn, von den Zahlenfeldern runterkommt hier. Dann kann man natürlich nicht weiter angreifen. So. Iva, genug davon, zeigt euch! Wer ruft mich da? Seid ihr gekommen, euch wie all die anderen mir zu opfern? Ah, der braune Narr. Agamau ist euch verloren, genau wie Flussmaid Radagast. Haltet eure geschwätzige Zunge im Zaum. Ihr habt keine Macht über mich. Wir werden schon sehen, Elender. Ich vertraue auf das geheime Feuer. Ihr habt keine Macht über mich. Methodon Louis. Die Macht des Abgrunds unterliegt meinem Befehl. Ihr werdet fallen. Die Natur ist meine Verbündete. Die Natur siegt über das Böse. Ah, genug davon. Mit euch werde ich keine weitere Minute verschwenden. Die Rote Maid wird euch schon bald alle kriegen. Bald schon wird sie aus euren Klauen befreit werden. Damit hat Radagast gegen Iva gesiegt, aber Iva ist nicht vernichtet. Für das Hauptquest aber endet die Linie um Iva an dieser Stelle. Diese Kreatur hat viel Macht, aber selbst solche Macht bedeutet nichts gegenüber einem Herzen, das voller Hoffnung und Vertrauen in seine Verbündeten ist. Habt Dank für die Hilfe, die ihr uns geleistet habt. Wir haben heute gute Arbeit geleistet. Der Verderbtheit, die Iva vorantreibt, ist Einhalt geboten. Zumindest im Moment. Jetzt muss ich zum Lager der Äglein zurückkehren und dazu beitragen, dass dem Bösen für immer ein Ende gesetzt wird. Es gibt hier für euch noch mehr zu tun, sofern ihr dazu willens seid. Doch wollen wir im Moment nicht weiter davon sprechen. Damit endet die Instanz, die doch ziemlich lang ist, gebe ich zu. Und der Kampf gegen Iva. Sollen wir jetzt ins Äglein-Lager zurückkehren? Ja, bitte. Ich traf zu spät in Bre und zu früh in Wetterspitze ein. Daher gelang es den Helfern des Hexenkönigs, Frodo anzugreifen und mit einer Morgul-Klinge zu verletzen. Glücklicherweise kam Aragorn zu seiner Rettung. Die Geschichte kennen wir ja schon, aber wir werden immer wieder so ein paar eingestreute Videos erhalten, in denen wir sehen, wie sich die Ringgemeinschaft so macht, während wir unsere Aufgaben erfüllen. Elsa die Verwegene ist jetzt auch hier in die Feste bei Agarfagaben, nicht Agarfagaben, die heißt es denn, Agamaur gekommen. Genau, ja, die Aufgaben habe ich schon alle angenommen. Das ist halt ein bisschen unwitzig. Man kann ja halt schon vorher reingehen und dann stehen Elsa und Eriak hier schon mit rum. Allerdings sind sie ja eigentlich noch gar nicht hier. Naja, gut, was soll's. Ich grüße euch. Habt noch einmal Dank für eure Hilfe, Aigir. Nun solltet ihr mit Radagast dem Braunen sprechen. Er wartet in dem Turm hier im Lager auf euch. Okay, Danasen ist hier jetzt auch mit anwesend. Seine Geister haben ja für uns gekämpft und er hat auch weitere Aufträge für uns zu verteilen. Hier gibt es also eine ganze Reihe an Quests und wir sehen die Tierchen, die gerettet wurden, die sind jetzt hier mit. Vor allen Dingen Froschi und Kaninchen sind hier unten. Sind sie nicht süß? No. Ich mag Frösche total. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag Frösche total. Und hier oben ist jetzt auch das Eichhörnchen, ja. Das Eichhörnchen, das Radagast vorhin vergessen hat, jetzt ist es doch mit hier. Und der Fuchsi, der hat sich hier hinten zusammengekringelt. Auch ganz süß und putzig. Wie er da am Boden liegt. Na gut. Hier sieht's aus, Mensch, Radagast, du musst mal wieder aufräumen bei dir. Ja, ja, das dürfte gehen. Ich werde hier bleiben und den Äglein beim Kampf gegen Iva helfen. Ich kann nicht zulassen, dass unschuldige Kreaturen für derart böse Zwecke benutzt werden. So, wir schauen mal kurz. Die sind es nicht, die wir wollen. Die können wir eh nicht anschauen. Wille interessiert uns nicht. Die Armkette vielleicht. Oh ja, die Armkette, die haut rein. Die finde ich gut. Ansonsten wäre natürlich auch das Schwert von Interesse gewesen. Aber wie gesagt, ich glaube, Waffen werden wir sowieso noch ganz gute kriegen. Die Armkette aber, die ihren Fokus auf der Beweglichkeit hat, die ist mir doch ein bisschen lieber. Ich muss mich nun von euch verabschieden. Die Äglein und unsere Verbündeten aus Artedain konnten Ivas Streitkräfte aufhalten. Zumindest für den Augenblick. Ich werde andernorts gebraucht und muss mich jetzt von euch verabschieden. Geht jetzt.
denn Elsa möchte mit euch sprechen. Dann also zurück zu Elsa. Er hat jetzt auch normale Aufgaben für uns. Das sind jetzt hier 4 Stück gleich. Mensch, da geht es halt um den Kampf gegen Ivar und seine Verbündeten. Ivar hat hier ein paar Verbündete. Das ist einerseits die Rote Maid, von der haben wir ja schon gehört. Das ist ein Geist, der verderbt wurde. Die ist, also da um sie geht, handelt sich eine ganze Questreihe. Wir müssen erst Wasser besorgen. Das muss dann irgendwie besonders gesegnet werden. Und dieses Wasser müssen wir dann wieder in ihren Sumpf kippen. Und dadurch wird der Fluch gebrochen, beziehungsweise sie wird irgendwie hervorgeholt und dann müssen wir sie besiegen. Also ein bisschen kompliziert, Ivar zu töten, also zu vernichten, endgültig zu vernichten, ist auch ein Quest. Übrigens ist ein Quest, beziehungsweise eine Instanz, in der man Sarah Eichenherz mal wieder sieht, die mal wieder gefangen genommen wurde und dort dann befreit wird. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Und Bitterborke ist auch noch ein Diener von Ivar, und zwar ist das ein Baum, beziehungsweise das ist der Herr der verderbten Bäume sozusagen. Den muss man auch besiegen. Viel zu tun hier oben also, das werde ich euch aber nicht zeigen, weil es nicht mit zum Hauptquest gehört, und vom Informationsgehalt her ist es ungefähr so, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Also viel mehr erfahrt ihr da auch nicht, wenn ihr das dann macht. Hat sogar das Richtige abgelegt, wunderbar. Ja, also man besiegt sie halt und damit sind dann die Geister auch wieder frei. Sie sind von dem Fluch, den Tom Bombadil ihnen aufgesetzt hat, entbunden und können dann endlich in die ewigen Jagdgründe einziehen. Ich habe keine Ahnung, wo die Menschen eigentlich genau hinziehen, wenn sie sterben. Bei den Elben ist es ja bekannt. Was benötigt ihr? Ich glaube, sie lösen sich einfach auf. Okay. Ihr habt viel dazu beigetragen, dass wir in Agamau bestehen konnten, Aigir. Vielen Dank. Wenn wir hier die Stellung halten sollen, benötigen wir Vorräte. Bringt diesen Brief zu Friederik und dieses Päckchen hier zu meiner Schwester Hanna, damit sie weiß, dass ich noch am Leben bin. Sie ist jetzt ganz auf sich gestellt und ich mache mir Sorgen um sie. Im Süden findet ihr einen Durchgang zurück nach Haragmar in den südlichen Teil des Rotsumpfes. Wendet euch dort dann nach Westen und ihr gelangt zurück zur Feste Gurut. Eilt dorthin und lasst mein Volk wissen, dass zumindest im Augenblick kein Grund zur Sorge besteht. Gut, wir nehmen nicht den Weg, der uns gerade vorgeschlagen wurde. Mist, das Zeug hätte ich noch annehmen können hier, das Harz. Naja gut, was soll's. Sondern wir werden gleich mit unserem Skill zur Feste Gurut zurückkehren. Also ein letzter Blick in dieses verderbte Gebiet. Wir werden hierhin nicht zurückkehren, auch wenn das schon ziemlich reizvoll ist, das Gebiet. Komm, wir stellen uns mal hier kurz auf den Thron oder sowas. Wir sind auch hier drüben, springen jetzt die Düsterwasser mit rum. Okay, bei denen können wir dann auch die Münzen zusammensammeln, sehe ich gerade. Dann setzen wir uns nochmal kurz hier zum Thron, auf dem Neven vorher saß. Hier ist jetzt auch sonst niemand mehr. Diese Stelle wird für immer frei bleiben. Und dann machen wir uns auf den Weg zurück zur Feste Gurut. Na, findest du was auf dem Thron? Hast du deine Kontaktlinse verloren? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall jetzt erstmal zurück zur Feste. Gut. Dann schwingen wir uns mal kurz aufs Pferd. Das geht schneller. Hier vorne haben wir Friederik, aber wir sollen ja erstmal zu Hanna, um Elsas Päckchen zu überbringen. Und bei Friederik werden wir nun Buch 2 abschließen. Das ist jetzt quasi nur noch mal so ein Abschlussquest, das uns wieder zu Friederik bringt, denn der führt uns in Buch 3 ein. Was benötigt ihr? Meiner Schwester geht es gut? Es freut mich sehr, das zu hören. Was bringt ihr mir da? Vielen Dank, aber dass ihr mir dies gebracht habt. Ich habe Angst um meine Schwester, denn der Sumpf ist ein gar schreckenerregender Ort. Aber ich bin mir bewusst, dass das, was sie tut, zum Wohle der Eglein ist. Jetzt solltet ihr wohl Friederik Elsas Brief überbringen. Genau das habe ich vor. Also auf zu Friederik, der steht ja schon hier von rum und wartet auf uns, ist schon in den Startlöchern. Nun also der Abschluss von Buch 2, das war ja mein Ziel für diese Aufnahmesession. Was kann ich für euch tun? Den Sumpf zu durchqueren ist alles andere als einfach, Aigir. Ihr habt wirklich bemerkenswerten Mut bewiesen. Elsa bestätigt dies auch in ihrem Brief. Sie spricht in lobenden Worten über euch. Ich werde einige Vorräte für Elsa und Eriak zusammenstellen.
So, der Dank von Friedrich. Nein, der sieht zwar ganz gut aus, hat aber leider überhaupt keine Beweglichkeit mit drin. Deswegen für uns nicht von Nutzen. Schade. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Und damit auf zu Buch 3, Vorwort. Feuer im Norden. Ich habe eine Nachricht von jemandem erhalten. Vielleicht habt ihr schon einmal von ihm gehört? Er ist ein Waldläufer und sein Name ist Kandaith. Die Einzelheiten sind mir nicht ganz klar. Aber es scheint sehr wichtig zu sein, dass ihr mit ihm sprecht. Ich glaube, es geht um die Aktivitäten des Feindes in den Nordhöhen. Er lagert nordwestlich der Wetterspitze, reist nach Westen bis zur verlassenen Herberge und haltet euch dann nach Norden, bis ihr sein Lager erreicht. Gut, das nehmen wir an. Was hast du denn jetzt noch? Ach so, natürlich nochmal zu Ariak Steinsprecher Dürfte zu gehen. Dürfte ich euch einen Moment eure Arik, Zeit stehlen? Entschuldigung, nicht Ariak, sondern Arik. Das nehme ich einfach mal mit an gerade. So, und dann werden wir noch ganz kurz über den Lagerfeuer-Reiseskill direkt zu Kandaith aufbrechen, denn wir haben ja das Glück, dass wir eben den Jäger spielen und dann auch ganz schnell reisen können. Ich habe ja dort angebunden. So, dann ersparen wir uns die Reise und werden damit jetzt auch mit dieser Aufnahmesession die einsamen Lande hinter uns lassen. Denn hierhin führt kein Hauptquest mehr zurück. Seid gegrüßt. Aus Isteldin ist eine Nachricht eingetroffen, dass ihr dorthin kommen sollt, um euch mit Halbarad zu treffen. Bitte beeilt euch, denn die Feuer der Orks brennen heiß. Und jedes Zögern unsererseits kann dem Feind zum Vorteil gereichen. Wir sollen mit Halbarad sprechen und das Gute ist, Kandaith hat eine Schnellreise. Was benötigt ihr? Nach Isteldin, die ich nicht nutzen kann. Das ist aber nicht so schlimm. Denn ich werde sowieso erstmal beim nächsten Mal wahrscheinlicherweise in Bree anfangen, wo wir uns das Jagdquest anschauen. Werde aber vielleicht vorher schon mal nach Isteldin aufbrechen, um mich dort an den Markstein zu binden, damit wir dann möglichst schnell dahin reisen können. Die Nordhöhen werden wir noch anderweitig durchaus ausgiebig dann bereisen. Von daher können wir ruhig dann mit Schnellreise nach Isteldin erstmal aufbrechen. Von der Stelle war es das jetzt aber erstmal. Das Buch 2 ist beendet, die Story um Ivar Bluthand, wir machen uns jetzt auf nach Norden und werden uns wichtigeren Sachen widmen. Denn das hier war nur eine sehr lokal begrenzte Gefahr. In den Nordhöhen aber wird es um weitaus größere Dinge gehen, die da auf uns warten. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, wir sehen uns in der nächsten Folge.